Du, das hätte ich sogar in der Aufnahme. Das würde ich jetzt sogar in der Aufnahme sagen. Also, ich nehme da kein Blatt vor den Mund. Man aber auch in den falschen Hals bekommen können, wenn man es falsch auslegen möchte. Ja, den falschen Hals, ne? Ich spreche jetzt von einer anderen Art. Welche? Die, den Hals oben oder unten? Oben rechts. Warte mal, wenn du verstehst, was ich meine. Der Hals ist doch oben. Hey, jetzt blicke ich gerade nicht mehr durch. Die Hand in die obere rechte Ecke heben. Ach so. Nee, ich dachte eigentlich von dem Anal halt. Scheiße, jetzt habe ich es doch ausgesprochen. Egal, ist mir jetzt so schnuppe. Wieso habe ich das Ding Lotto jetzt noch nie eingesammelt? Ja, aber wenn du mit der Überlegung, mit der ich jetzt dran gehst, verstehst du, wie ich das meine? Das kann man auch falsch verstehen. Den Hitlergruß, ja, klar. Ja, und deine Aussage mit, es war vorher anders. Naja, ach so, haha, jetzt. Okay. Aber, ich verstehe das trotzdem noch nicht ganz. Es war vorher schwarz und dann danach war es weiß. Mhm. Ich bin halt vom Anspritzen ausgegangen. Ja, und ich da von was anderem. Aber hast du schwarz an die Wand gestellt und angepinselt? Genau. Oh Gott. Wo endet das nun wieder in dieser Folge? Ich komme mit hier mal nichts. Also ich sag mal so, ich mach zwar meine Witze, Rassist bin ich aber nicht. Auch wenn ich manchmal so meine Vorurteile gegen gewisse Abstammungen habe. Sagen wir es so, ich bin auch kein Rassist, ich habe nur extrem schwarzen Humor. Mit mir darf man nicht Cards Against Humanity spielen, wenn man es nicht verträgt. Das ist so witzig. Ja, vor allem, du kannst halt einfach nichts gegen Ausländer haben, weil sonst würdest du ja auch keine Bratnudeln holen oder Döner oder sowas. Bei mir gab es heute Lahmacun. Das sind ja diese Hackfleischröllchen. Nee, es ist türkische Pizza. So. Das ist türkische Pizza, es ist diese Pizza, die zusammengerollt wird. Jetzt überlege ich gerade, wie hießen diese Hackfleischröllchen? Kottbüller. Ja, die habe ich als. Irgendwie hießen die auf jeden Fall, die habe ich als kleiner, was heißt als kleiner Junge, in der Ausbildung sehr oft gegessen. Die waren recht lecker, schön mit Reis und Gemüse. Könnten Kottböller sein. Es ist aber, glaube ich, schwedisch, weil die gibt es häufig im Ikea. Jetzt habe ich schon wieder Hunger, wo ich gerade, wo ich offline mal was gegessen habe. Jetzt werden schon wieder die Enten. Apropos, Tyrox. Ja? Hast du schon Chicken Stick? Mache ich gerade. Oder, naja. Es ist ja Chicken Stick. An den ich gerade denke. Der ist an Rego. Ja. Dieser unzerstörbare. Ja, mach den Chicken Stick. Will ich ja. Und dann tanzen wir den Chicken-Tanz. Erinnerst du dich noch an das Sky-Projekt, an das andere Sky-Projekt eigentlich mit dem Chicken Stick? Ja. Da war ein Tyrox. Da war der Tyrox da oben mit dabei. Echt? Natürlich, der hat doch mitgemacht bei dem Projekt. Der ist dann irgendwann ganz weit weggezogen von Sascha. Weil er die Schnauze voll hatte. Weil die Hühner greifen ja einen an. Das war auf dem Stranded RP-Server auch so. Ach ja. Nein. Doch nicht rein, doch nicht. Nein. Oh. Doch nicht rein. Nein, danke. Gott, brauche ich nicht. Oh Leute, das läuft. Die ist gleich fertig, ja, der Mob vor. Dann wird gemobbt ohne Ende. Melvin, komm online. Vor allem Tyrox. Ich habe ja für Melvin auch noch ein Rivan Ei im Kühlschrank. Ich habe ja gesagt, das kriegt er erst, wenn er soweit ist. Mhm. Ich
würde lachen, wenn da ein rosaner Bivern rauskommt. Also ist ja bei mir zum Teil rausgekommen. Aber ja, der sieht halt geil. Du hast da wirklich so ein richtig geiles Ding. Also, toi, 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 dass ich das Ei mitgenommen habe. Sonst wäre dir der durch die Lappen gegangen. Ja. Ich habe gerade versucht, eine Spitzhacke durch das Sieb zu jagen. Läuft bei dir. Das hat einen Applaus-Team. Meine Frage, sind Autoklicker fürs Sieben erlaubt? Wenn die die Serverleistung nicht belasten, dann kannst du es machen. Und guck mal in die Konsole. Die kann ich jetzt nicht aufrufen. Ich habe die Aufnahme an. Hm. Du musst es gleich mal gucken. Boah, wäre nett, wenn du es guckst, sag ich mal so. Ich kann ja mal gucken, ob das hier funktioniert. Ping. Nee, funktioniert nicht. Mach doch einfach, wir kriegen es doch mit, wenn es leckt. Okay. Weil so ein heftiger Autoklick habe ich jetzt auch nicht. Sagte er und der Server stürzt ab. So, das Holz da rein, das alles hier rein. Okay, die ist voll. So. Da fallen halt die ersten Mobs runter, läuft. Loot, 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 loot. Vanilla Loot, willst du mich verarschen? Ne? Da sind die Eimer. Jetzt habe ich 5 Eimer hier drin. Geil. Warum hast du 5 Eimer? Du fragst mich das nicht. Ich hab keine unendliche Wasserquelle mehr. Warum bin ich so dämlich? Guck mal auf dein Biom. Ist Forest. Forest Hills. Okay. Ich glaube, ich habe die aber anderweitig verbraucht. Für Clay. Ist aber generell sinnvoll, dass einer mal jeder, dass jeder am besten auf sein Biom guckt. Weiler. Hä? Weiler. Was? Weiler? Ja. Das ist kein Biom. Doch. Nee, warte mal. Bin bescheuert. Das steht unter den Koordinaten auf deiner Hand. Flower Forest. Okay, weil. Blümchen. Ich war mal in einem. Ich hab mal es geschafft, dass ich wir in einem anderen Dingsprojekt waren. Wir in einem Ocean Biome. Ich bin gerade entmutet. Drückt mal bitte die Maltaste auf eurem Nummernblock. Gedrückt halten, bitte. Einen Moment. Die Maltaste auf unserem Nummernblock. Ja, also dieses X. Ja. Was ist denn das für eine Anzeige, die hier aufploppt? Das sieht ja aus wie von Taubcraft, dieses Ding zum Scan. Nee, warte, das ist Hotkeys. Okay. Interessant. Ah, ich habe keine Ahnung, wie die vernünftig funktionieren. Interessant, weil die das ploppt immer auf, wenn ich mich mute. Ich habe gerade gemerkt, dass man aus einem Diamant-Mesh kein Eisen rausbekommt. Wow. Bekommt man nicht? Nein. Oh, wow. Egal, wenn man was bekommt. Kriegst aber die anderen Ärzte dafür halt Dias, Emeralds. Ja, aber ich brauche gerade Eisen. Dann musst du dir mehrere Siebe aufbauen. Das hatten wir auf Sky ja damals auch bei dem anderen Sky-Projekt. Ja, du bekommst halt nur Gold, Kohle und Lapislaus und Diamonds. Egal, dann mache ich mir halt Sand. Lass mich durch. Oh, ich hab Blutbags. 2 Stück. Rara. Als Maul, Zombie. Green Slime Dirt und Energetic Alloy. Oh, nice. Und 2 Blue Slime Saplings. Ist mit dem Slime Dirt richtig gut.
Projekt. Und jetzt ist hier ernsthaft. Aber ich kann, lass mich raus, du Kaffee. Ich kann mit dieser Agrikultur, Mystical Agrikultur bald anfangen. Ich habe schon die ersten Sachen dafür. Ich auch. Ich habe, wo sind sie hin? Vier Tier 1 Imperium Seeds rausbekommen bei mir. Imperium Essenz? Ich habe Imperium Essenz. Ne, ich habe die Seeds dafür. Ja gut, die sind ja leicht herzustellen. Ich brauche unbedingt mal eine Pflanzenkiste. Ich habe so viel Grünzeug. Bei mir hat es noch keine Ordnung. Ja, wenn dann das ME kommt, hat bei mir auch in Ordnung. Und hier kommt das Grünzeug rein. Das. Das. Pro. Das war's. Piau. Lol, Leertaste gedrückt halten geht nicht. So. Dann brauche ich jetzt Eisen. Damit ich mir ein paar Hopper herstellen kann. Oder at Ender die Vakuum-Chest. Ja gut, Pulsating Iron. Hä, warum funktioniert der Dings nicht mehr bei mir? Hunger. Ach, Hunger. Tyrox. Ja? Das kommt davon. Essen wohl doch wichtig. Ich mach mir jetzt Äpfel. Du, davon hab ich auch über ein Stack in meinen Kisten. Ja, gib mir die Äpfel. Warst du nicht der Typ, der auf Melonen steht? Gib mir die Melonen, die wie Äpfel aussehen. Du weißt, worauf ich hinaus will? Ja. Worauf? Rüstung. Wow, 100 Punkte. Ich ernähre mich von Cook Calamari, der ist echt gut. Calamari ist geil. 2,5 von den normalen Hungerbalken und 6 von den Saturation-Hungerbalken. Krass. Ich frage mich, ob man auch das Palms-Essen aus den Lootboxen rauskriegt. Ich glaube nicht. Das wäre aber nice. Nicht wirklich. Du kriegst Barley raus, so wie ich sehe. Was kriegst du daraus? Daraus sehe ich jetzt gerade. Kriegst du da gar nichts raus? Da sehe ich gerade auch nichts. Da kriegst du Pizza raus. Ja, die ist gut. Da kriegst du richtiges Essen direkt raus. Und aus den Legendaries kriegst du auch nichts raus. Das ist doof. So, Hammer da rein. So. Und Redstone, ohne dass ich was sieben musste. Das kommt in die Erzkiste. Leckt's gerade bei euch? Nö. Okay, dann kann ich den Autoklicker benutzen. Ich
Nein, nein, du Arschloch, verpiss dich! Oh Mann! Was hab ich denn jetzt schon wieder getan? Also, wenn du das warst, dann musst du das Explodieren noch lernen. Hier ist gerade ein Creeper gespawnt. Das ist voll das feige Arschloch gewesen. Hier und nochmal Wasser herstellen. Schön. Ach, schön, ich hab meinen Monitor angespuckt, weil ich mich so erschreckt hab. Na, nicht so. Wow! Okay. Ich. Oh, scheiße. Kommen eigentlich noch The Witness-Folgen? Ja, muss ich aber erst wieder aufnehmen. Das, also morgen nehme ich auf jeden Fall auf. Ich habe schon zu meiner Ex gesagt, die soll meine Kinder hochschaffen, also meine Jüngste hochbringen. Und dann soll sie zu ihrer Freundin fahren. Da habe ich nämlich ganz in Ruhe Zeit aufzunehmen. Ja, ich hatte jetzt erst damit zu kämpfen, weil ja meine Schwester verstorben ist. Oh. Und ich, leider Gottes nicht zur Beerdigung konnte. Weil da ja körperliche Probleme dazwischen gekommen sind. Ja, aber gut. Lässt sich jetzt auch nicht mehr ändern. Ist zwar scheiße, aber... Ja. Sonst machst du halt wohl doch nicht die Nacht durch. Aber gut, das ziehe ich dann alles offscreen durch und... Nee, weil... Ich beende jetzt kurz die Aufnahme.